habe ich mir gleich gedacht, das kann einer werden. Durch Jamal Musiala, 3:1. Da hast du simpel gespielt. Ja, da hat Eindruck gemacht. Ey, das müsst ihr reinschauen, aber nicht wegen mir, sondern wegen euch. Wie war das dann eigentlich für dich, als du das erste Mal in die Kabine des FC Bayern gekommen bist? Wann war das? Dezember 2019. Ja. Wo bei 20 ja. Warst du aber schon ja, dabei. Ja, bevor ihr Champions League gewonnen habt. Bei der Champions League warst du aber schon dabei, das war im September. Ja. Oder bist du nur zur Champions League? War das das erste Mal? Ich habe das erste Training mit euch war vor dem Champions League-Spiel, bevor ihr Chelsea gespielt habt. Ja, okay, also im Frühjahr 2020. Ja, ich war sehr nervös, war in die Bank. Ich glaube, die hatten ein Meeting, wusste nicht genau, wo ich mich hinsetzen soll, wollte keiner stören. Und dann die jungen Spieler, so, wo da waren, Josh, Chris und so, haben dann gesagt, haben mich ein bisschen genommen. Aber dann im Training war alles gut. Die ganzen Spieler waren sehr nett mit mir. Haben ihn immer durchdribbeln lassen? Nicht am Anfang, da habe ich nur simpel gespielt. Da hast du simpel gespielt? Ja. Da hat Eindruck gemacht. Und irgendwann hat er wieder das Dribbeln angefangen. Ja. Da habe ich mir gleich gedacht, das kann einer werden. Mit dem Körperbau hat mich gleich an mich erinnert. Gut, bis in die Movements, würde er sagen. Die Movements ein bisschen anders. Was hast du gesagt? Snake Movements. Die Snake, so eine schöne Schlange. Snake Movements? Ja, er ist auch eine Schlange. Ja. Also von den Bewegungen. Das Thema ist ja, er ist eigentlich groß. Eigentlich müsste er ein guter Kopfballspieler noch dazu sein. Eigentlich. Das kommt. Denkst du gar nicht, ne? Das kommt. Aber stell dich mal hin. Gut, jetzt sehen wir uns. Jetzt müssen die Kamera schwenken. Schau mal, der ist fast größer als ich. Fast größer als du. Oder? Ja. Der ist größer. Ja. Und noch kein Kopfballtor gemacht? Und einen super Kopfball. Und Basketballfan. Und Basketballspieler. Das heißt, er muss auch noch springen können. Ich kann sehr hoch springen. Siehst du mal. Also. Aber ja. Keine Flanken. Und wieso ja. Nicht? Ja, wieso nicht? Also, weil man Flanken meistens in den Strafraum spielt. Nicht außerhalb. Aber ich habe letztes Mal ein Kopfballtor von außerhalb die Box gemacht. Miro Klose war sein Mentor da in der Jugend, so 1-2 Jahre lang. Ja. Der hat ihm aber scheinbar das Kopfballspiel nicht beigebracht. Nee, da war nur Pressen. Ich musste das erst ja, mal. Ja. Ihr habt beide ja super Spitznamen. Also er ist Dein Bambi. Spitzname? Bambi und er? Ich kenne Raumdeuter. Ach so, das ist ja eine Jobbeschreibung. Aber dann gibt es in Asien, in China, bin ich Urwa. Was heißt das? Ja, das ist mein Spitzname. Oh, Schlawiner. Manche sagen Mull, er sagt Tommy. Ich sag aber was sagst du für, was habe ich für Spitznamen? Ich habe ganz viele Leute sagen immer Radio Müller. Ach so, ja. Das ist ja auch eine Jobbeschreibung. Ich habe das schon gesehen. Das hat mir richtig gefallen. Hüfte war schon immer gut bei mir. Da hat schon mal ein bisschen Hüfte, Probleme. Ja, hat so eingedrehte Hüfte. Hüfte ein bisschen Probleme. Aber deswegen macht er auch immer, kann er diese Ding machen, weißt du, diese. Aber er kann es noch nicht so aufklappen. Ja, wegen, es ist halt ich weiß nicht, Probleme. Anatomie. Du kochst gerne, habe ich gehört. Zumindest ein Koch. Ich würde gerne kochen, ja. Ich mit Ernährung beschäftige mich. Mit Ernährung. So kochen sagen. Für große und kleine Champions. Ja, genau. Gut, bei ihm ist jetzt nicht so schlimm, weil er verbrennt natürlich auch sehr viel. Ne? Da kann er einfach immer nur seine Kohlenhydrate. Aber er muss natürlich auch mal ein bisschen schauen. Ein bisschen mehr Gemüse vielleicht, auch ein paar Vitamine rein und mehr lächeln. Und? Proteine ja, brauchst du für die Muckis. Ja, kommt bis ich ziehe halt Buggy-Sachen, dann sieht man nicht meine ganzen Muskeln. Ach so, Muskeln. Ja. Oversize, aber alles Oversize. Mit Nutrition beschäftige ich mich auch ein bisschen. Würdet ihr gemeinsam in Urlaub fahren? Wo würdet ihr hinfahren? Ich brauche ein bisschen Sonne, wenn es okay ist. Sonne ist okay. Aber klar, er ist natürlich noch jung, er braucht natürlich ein bisschen Party. Bei mir ist er so ein bisschen ruhiger. Ich würde schon ein bisschen ein paar Sachen vielleicht sehen. Vielleicht eine in die schöne Stadt, Bar. Gute Stadt. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob er mit Kultur was anfangen kann. Weniger. Ja. Fahren wir doch gemeinsam in Golfurlaub. In Golfurlaub? Und abends machen wir Party. Im Restaurant genau. Und dann gehen wir noch in eins weiter. Und ich gehe dann und früher nach Hause und du bleibst dann da dran. Dann trainieren wir morgens? Nee, das ist das Problem. Der schläft ja immer bis um 12. Okay, ich schlafe bis 12, vielleicht 1 Uhr. Ich frühstücke schnell, Brot, vielleicht Scrambled Eggs. Und für Kurzurlaub fahre ich gerne in die Berge. Berge sind schon super cool, vor allem wenn schlecht Wetter ist. Keine Haie. Hat das immer so eine bedrohliche Kulisse. Gut. Es ist alles so dunkel und wenn dann der Donner kommt, boom, boom. Aber das ist einfach schön anzuschauen. Ja, auch, ja. Was könntest du denn von ihm lernen? Wow.
Deutsch? Du. Deutsch lerne ich sehr viel. Weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Man muss sich ja vorstellen, im Deutschen, wir sagen ja, wieso ist das der Apfel? Das ist ja gelernt, das hat ja keine Regel. Und im Englischen hast du ja, und er ist nun mal in England aufgewachsen, großteils. Ich habe keine Schule in Deutschland gemacht. Deswegen. Sondern nur gesprochen und dann hast halt manchmal dieses der, die, das, den. Ich sag den oft, glaube ich. Ja, den sagst du oft, den. Weil du hast halt im Englischen das der, the, ist halt immer allgemein. Da musst du nicht aufpassen, ob weiblich, männlich. Aber er macht das doch bei dir bei den Interviews ganz gut. Er macht das sehr gut, ja, also, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich sehe manchmal Videos, die schneiden ein bisschen was zusammen, wo ich ein bisschen Probleme habe. Und umgekehrt, was könntest du von ihm noch lernen? Wir können ja mal beim Fußball bleiben. Diese Aufdrehaktionen, die sind, da bin ich ja auch gut drin. Mein Problem ist nur, dass ich dann mit dem ersten Schritt natürlich nicht so schnell wegkomme wie der. Und der hat nochmal, der hat long legs. Der spitzelt fast nochmal besser weg als ich. Und er hat auch. Und ich habe auch lange Gräten. Schau mal das an. Super lang. Long. Aber ich habe schon. Was? Entscheidungsfindung, da sprechen wir oft drüber. Jahre lang frage ich schon oft. Also im richtigen Moment die richtige Entscheidung in der Situation gespielt. Ja, immer, du machst es eh öfter falsch als richtig. Sonst würde ein Fußballspiel nicht so knapp ausgehen. Sonst wird es 5, 6, 7-0 öfter heißen, wenn die Zehner und die Offensivspieler immer alles perfekt machen würden. Wir haben auch noch Verteidiger. Und die sind meistens auch auf Top-Niveau. Und Positionierung von ihnen da. Positionierung. Das macht er schon. Und wir arbeiten dran. Jetzt haben wir einen Erfolg gehabt gegen USA. Oh, ich habe einen einfachen Tor geschossen. Ein einfaches Tor hat er geschossen. Einfach ein Tor. Ja. Ohne Dribbling, ohne Schuss. Irgendwas. Einfach Tap-in, Grätschen, im gegnerischen 5-Meter-Raum. Da war der Papi stolz. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.